er singt wieder. Er ist wieder am Singen und er kann genauso gut singen wie ich, also gar nicht gut. Vielleicht sollte er lieber damit aufhören. Müssen wir nochmal auf Toilette? Nick, musst du nochmal ganz kurz einen abseilen? Nee, Nick muss nicht. Und hier noch was draußen? Nee. Ja, ich würde sagen, wir dampfen dann mal ab und gehen einfach mal wieder zurück. Zurück, wo wir herkamen. Denn wir haben noch nie von wegen abgeschlossen. Da ist nicht abgeschlossen. Da fehlt noch. Wir haben noch nicht alles rausgeholt aus der Fabrik. Das glaube ich nicht. Das ist noch nicht ganz korrekt, liebe Kinder. Da gehe ich lieber noch mal kurz zurück und schaue mich noch mal ein wenig um. Nur um sicher zu gehen, dass wir nichts verpassen. Wir wollen ja nichts verpassen. Glaube ich. Oder wollen wir was verpassen? Nein, wollen wir nicht. Oh, und draußen regnet es ein wenig in Strömen. Ich weiß nicht, ob man das Geprassel auf den Fenstern hört. Im Dachgeschoss hört man es natürlich immer besonders schön, wenn es stark regnet. Na gut, kann man nichts gegen machen. Das sind die Gewalten der Natur. Und wenn die nun mit aufgenommen werden, dann soll es nun mal so sein. Ich hatte ja gehofft, dass der Ladebildschirm ein bisschen kürzer ist, aber bin ja auch naiv. Ah, da sind wir wieder. So. Die bösen Mutanten haben wir sie alle ausgemerzt hier. Da dürfen keine mehr rumlaufen. Die Frage ist, wo gehen wir rein? Hier unten war auch irgendwo ein Eingang, ne? Wenn ich mich nicht täusche. War hier nicht ein Eingang irgendwo? Da ist ein Eingang. Nehmen wir den doch so lange. Wimfabrik. Ich hoffe mal, hier war jetzt auch noch eine Ecke, die wir noch nicht erkundet haben. Da sind wir ja völlig umsonst hier zurückgekehrt. Beziehungsweise vergebens. Aber wir schauen mal. Mal Licht an. Guck mal, ein paar Kronkorken sind da noch drin. Das ist gut. Kronkorken sind lecker. Sehr, sehr lecker. Vor allem, habe ich das übersehen oder nicht mitgenommen, als ich hier war? Zack, siehst du, sogar noch ein bisschen Fleisch. Was haben wir da? Hier war ich aber schon. Nö, da ist noch Klebeband. Klebeband und Munition würde ich ja immer mitnehmen. Absolut immer. Absolut immer. Sowas lässt man ja nicht einfach liegen. Werden da den Teddy aufgehängt? Wer macht denn sowas? Den nehme ich natürlich mit. Ah, guck mal, da ist noch eine Flasche Wimmer auf dem Band. Immer her damit. Das war wohl die Abfüllanlage hier. Habe ich da gerade noch eine Flasche gesehen? Ja, da hinten. Guck mal. Da bin ich ran. Ich will die mitnehmen. Ich sehe sie doch. Komm zu Papa. Yes. Achso, und hier steht wieder alles unter Wasser. Das kennen wir ja noch. Und der Teddybär hat sich gerade über eine Flasche Wim hier gemacht. So aus, als würde der mit der zarte Liebe machen. So sah es aus. Ah ja, guck mal. Hier ist der Fettklops. Nimm jetzt nämlich mal seine Todeskrallenklaue mit. Brauche er ja eh nicht. Ich dafür umso mehr. Was haben wir da? Munition. Was habe ich da gerade umgeschmissen? Wimquarz. Ja. Überall noch Munition. Habe ich die echt? Warum habe ich die Munition nicht überall mitgenommen? Das sieht mir ja gar nicht ähnlich. Ich würde doch immer Munition mitnehmen. Munition ist mir doch das Liebste. Siehst du, da ist auch noch Munition drin. Die muss nachgewachsen sein. Es kann nicht sein, dass ich zu viel Munition hier überall habe liegen gelassen. Obwohl, es kann natürlich schon wahr sein, aber dann bin ich ein Trottel. Was durchaus möglich ist. Ich will es nicht abstreiten.
Muss ich überall ganz paranoid nochmal nachgucken, ob da nicht noch Munition drin ist, die ich vergessen habe, weil ich ein Trottel bin. Ja, ja, so ist das. So ist das, wenn man ein Trottel ist, liebe Kinder. Kommt ihr erstmal in mein Trottelalter. Dann seid ihr auch solche Trottel. Hier geht's nur wieder raus. Hier geht's nur wieder nach oben. Ich glaube, ich habe dann doch alles soweit erkundet. Glaube ich fast, vermute ich. Oh, hey. Da hinten ist ein Protektron. Da war ich noch nicht bei dem Protektron. Tja, ha. Gibt doch noch was Neues, was? Und was ist hier hinter der Tür? Ein gähnender Abgrund. Okay, da muss ich also nicht lang. Gut zu wissen. Da wären wir ja fast schon wieder irgendwo runtergefallen. Hier, Kronkorken und was zu beißen. Lecker, lecker. Da rühren wir auch gleich nochmal um. Doch, noch ein paar Eckchen, die wir nicht hatten. Siehste, Mann, gut, ich bin nochmal hergekommen. Mann, gut. So, den mache ich natürlich an. Am Brauterminal. Besichtigungsnotizen 5. Hinweis, holen Sie alle Besucher aus dem Geschmackstestbereich, bevor Sie sie auf den Gang lassen. In diesem Abschnitt sehen Sie eine Vielzahl von Brautanks mit unseren verschiedenen Wim-Geschmacksrichtungen. Nach dem Mischen wird das Getränk hierher gepumpt, wo es reift und mit Kohlensäure versetzt wird. Unsere gesamten Erfrischungsgetränke werden leicht gegärt, um ihr natürliches Geschmacksprofil hervorzubringen. Genau wie es schon Herbert Reed beim allerersten Wim gemacht hat. Aber keine Sorge, unser Wim-Erfrischungsgetränk enthalten keinen Alkohol und können von Jimmy, Judy und sogar Fifi bedenkenlos genossen werden. Wer sind Jimmy, Judy und Fifi? Sind das meine Kinder? Interner Mail-Transfer? Ich glaube Ihnen, Willis. Sie müssen nicht Mr. Reed zu mir sagen, Willis. Sie haben schon in dieser Fabrik gearbeitet, als ich gerade erst geboren wurde. Ihre Söhne und ich sind zusammen in die Schule gegangen, als Sie bei meinem Vater angestellt waren. Ich glaube Ihnen das mit Alex. Ich werde ein paar Anrufe tätigen und die Kaution stellen. Wir werden das aufklären, aber Sie dürfen auch keine Panik auslösen. Lassen Sie mich bitte versuchen, alles wieder ins Reine zu bringen. Doyle Reed. Da ging es um die Schlägerei, glaube ich. Gefahrenzulage? Mr. Rudd, ich glaube, Sie machen aus einer Mücke einen Elefanten. Hierbei handelt es sich um keine Verschwörung, sondern nur um eine Reihe unglücklicher Ereignisse. Wir sind einer der größten Arbeitgeber auf der Insel, daher kann es natürlich so wirken, als würde unserer Belegschaft mehr zustoßen als anderen. Ich glaube nicht, dass wir nur aufgrund einiger nicht zusammenhängender Vorfälle eine Gefahrenzulage rechtfertigen können. Madison Young. Oder vielleicht wollt ihr sie einfach nur nicht rechtfertigen, weil ihr geizig seid. Kann natürlich auch sein. Memo. Sagen Sie bitte allen Mitarbeitern aus dem Bereich Produktion und Vertrieb, dass wir uns am Freitag nach der Arbeit treffen, um über die dauernden Angriffe zu sprechen. Mir egal, was die Sesselpupser dazu sagen, aber immerhin sind wir es, die den Arsch riskieren. Zwischen den Außerbetriebsschildern, den gestohlenen LKWs, dieser verleumderischen Schlampe Alex und der gestohlenen Powerrüstung ist ganz klar ein Muster zu erkennen. Selbst wenn er es nicht sehen will. Wenn Mr. Reed uns nicht schützen kann, machen wir es ihm selbst. Oha, oha. Da haben sie eine Bürgerwehr gegründet. Bürgerwehr? Aktivierung, Protektron zu feiner Diensten. Protektron, sei schön diese zu Diensten. Baustelle ganz lieb. Hat 0 Tage ohne Unfall. Schon 0 Tage ohne Unfall? Ist ja richtig gut. 0 Tage ohne Unfall schaffe ja nicht mal ich. Schaffe höchstens einen. Der hat auch noch was. Was haben wir hier? Ach, hier stand die Powerrüstung. Ich erinnere mich. Da stand der Powerrüstung rum. Dem Powerrüstung stand da rum. Das Powerrüstung. Mir so, wurde gesagt, dass meine Detektei Valentine-Schilder. Ach, wer erzählt dir immer so einen Schmarrn? Die Schilder sind super. Hier wollte ich nochmal hin. Zigaretten, Terminal. Hatte ich das Terminal schon? Nee, ich glaube nicht. Ich setze mich mal hin. Was haben wir denn hier? Besichtigungsnotizen 4. Hinweis, warten Sie, bis die Besucher den Aussichtspunkt der Verladung verlassen haben. Zählen Sie alle noch einmal durch. Dies ist unser Geschmackstestbereich. Yeah! Wenn wir am Ende der Besichtigung hierher zurückkehren, erhalten Sie die Gelegenheit, unsere reichhaltige Getränkeauswahl zu probieren. Darunter auch die neue Captains-Mischung. Folgen Sie mir bitte nun zur Brau- und Karbonisierungsanlage. Da wird Han Solo in Carbonit eingefroren. Benachrichtigungsnotizen 9. Stand da wirklich Benachrichtigungsnotizen? Nein, Besichtigungsnotizen 9.
Vielleicht sollte ich lesen lernen. Hinweis, warten Sie, bis die Besucher von der WIM-Repräsentantenstation zurückgekehrt sind und lassen Sie sie danach am Testtisch Platz nehmen. Zählen Sie noch einmal alle durch, um sicherzustellen, dass alle vollzählig sind. Hiermit endet unsere Besichtigung der WIM-Pop-Fabrik. Hier wird richtig gepoppt. Wir hoffen, dass Sie einiges über die Herstellung und Abfüllung sowie den Transport unseres köstlichen Getränks in den Läden erfahren haben. Und keine Sorge, weil Sie bisher noch nie die Gelegenheit hatten, WIM zu probieren. Nun folgt ein besonderer Geschmackstest, mit dem Sie uns helfen können, spannende neue Geschmacksrichtungen, wie zum Beispiel die Captains-Mischung zu entwickeln, die aus feinsten Muscheln besteht. Hinweise zum Geschmackstest. Achten Sie darauf, dass alle am Tisch sitzen und geben Sie Gläser für jeden Besucher heraus. Die WIM-Flaschen sollten von dem Servieren in Krüge gefüllt werden, damit die Teilnehmer nicht wissen, was genau sie trinken. Es könnte nämlich auch Erbrochenes sein oder Rindersamen. Lassen Sie die Bewertung zwischen 1 und 10 vergeben und Hinweise oder Beschreibungen zu den Proben verfassen. Notizen: Die Reaktionen auf die Captains-Mischung waren trotz des fischigen Geschmacks überwältigend positiv. Die bislang einzigen Beschwerden haben wir von ein paar Leuten erhalten, die Kisten mit den Testflaschen gekauft haben. Bei einigen von ihnen kam es nach dem Trinken einiger Flaschen zu seltsam riechenden Schweißausdünstungen. Einer der Besucher meinte, es würde wie an einem Bier riechen. Das müssen wir der Abteilung für Forschung und Entwicklung mitteilen, falls sie noch an der Formel arbeiten sollten. Fischausdünstungen. Jetzt habe ich richtig Bock auf die Captains-Mischung. Ich will auch nach Fisch riechen. So, Captains-Mischung natürlich mitnehmen. Servierte brauchen wir nicht. Wir wischen uns mit dem Ärmel im Mund ab. Captains-Mischung. Was der Captain noch wusste. Und eine Runde WIM-Quarz haben wir ja auch noch. Können wir noch ein bisschen dran rumquarzen. Willst du dir eine Sammlung aufbauen, oder was? Jep, du hast es erfasst, mein Freund. Eine Sammlung an WIM-Flaschen. Da liegt auch noch so ein Wendehals rum. Was macht der da? Nur abschimmeln, wa? Da hängt noch... ist das ein Arm? Das ist ein Stück vom Arm, glaube ich, rum. Gut, warum auch nicht? Vorkriegsgabel? Und Silbergeld? Nee, andersrum. So, hier noch ein bisschen Munition. Das ist alles sehr, sehr gut. Oh, die Zigaretten hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ah, was soll's, wir hüpfen einfach runter. So, jetzt haben wir nämlich alles in dem Laden. Wenn ich das richtig interpretiere. Das heißt, wir können getrosten Abgang machen. Wir haben die Bude schön leer geräumt. Oh, Moment, hier geht's in den Firmensitz und gar nicht nach draußen. Sag ich dazu nur. Da geht's aber nach draußen. Genau, in die Parkplatz geht's. Da muss ich hin. Ab in die Parkplatz, liebe Kinder. Sind wir schon in die Parkplatz? Ich kann noch keine riechen. Parkplatz. So, jetzt beeil dich mal mit dem Laden. Das kann ja nur nicht angehen hier. Siehste? Geht doch. Da unten steht es unter Wasser. Nee, da kriege ich nur nasse Füße. Komm, Nick, wir hauen ab. Wir machen Abflug. Nichts wie raus aus dem Laden. Draußen ist natürlich wieder radioaktiver Sturm am Ragen. Warum auch nicht? Wenn es den Kindern schmeckt, dann sollen sie auch einen radioaktiven Sturm erhalten. Wir müssen nämlich weiter in Richtung dahin. Zum Steinbruch vom Northwood Ridge. Genau da wollen wir hin. Und da kommen wir hin, wenn wir hier einfach rausgehen. Und dann da so links rum und dann weißt du schon. Was ist da geradeaus? Ich sehe ein Symbol von einer Kirche. Von einer Kirche. Und da hinten ist Haddock Cove. Ob es da Haddock gibt? Jetzt will ich auch zu dieser Kirche. Ich mach mal Quick Save und dann Kirche. Steinbruch, Kirche, Steinbruch. Kirche, Steinbruch, Kirche. Kirche, jetzt gehe ich zur Kirche. Ich will hier noch eine Runde beten. Oder so. Guck, da ist doch der Kirchturm. Genau, da muss ich doch hin. Was für ein glücklicher Zufall. Ist das eine Todeskralle? Todeskrallenmatriarchin. Aber sie ist mir nicht feindselig gesinnt. Wie kommt das?
Guck mal, die ist gelb, nicht rot. Kann ich mich ihr nähern? Hallo? Ist alles in Ordnung? Hallo? Die steht hier nur rum? Ah, okay, jetzt greift sie an. Okay, okay. Ich war nur ein naiver Trottel. Zum Glück kann die nicht viel ab. Dumme Todeskralle. Also noch eine Bierflasche dabei. Da liegen Skelettreste. Oh, Todeskrallennest. Da kann man noch ein Ei rausholen. Und eine Schreibmaschine. Was? Und ein gesprungenes Todeskrallenei. Brauche ich das? Warum? Da ist auch noch ein Todeskrallenei drin. Ach, das finde ich ja nett. Da können wir uns ein paar Eier rausholen. Sind zwei Nester, wenn ich das richtig sehe. Nicht, dass da noch mehr sind und ich Eier verpasse. Aber jetzt können wir uns ein paar Todeskrallen-Eier in die Pfanne hauen. Lecker, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Todeskrallenreiher. Die Materialien waren nun wirklich kein Problem. Es liegt einfach an dieser Waffe. Die ist einfach so über. Ich wünschte, ich hätte immer 8 Milliarden Munition dafür. So, jetzt gehen wir erstmal in die Kirche. In die Kirche. Ob die bewohnt ist von irgendwem oder irgendwas. Das Licht sieht merkwürdig aus. Es sieht schon recht merkwürdig aus. So frisselig. Zerstörte Kirche. Guck mal einer an. Die ist ja richtig zerstört, richtig gehen. Ich guck erstmal draußen auf dem Parkplatz. Ja, kann ich mir sparen. Wie sieht es hier auf dem Friedhof aus? Das Grab da, das ist noch... Ah. Ein Bilderrahmen von einer Katze. Und die hat wohl jemand kampiert und Süßkuchen gegessen und einen Wein getrunken und ist dann verreckt und verwest. Okay. Wenn das mal nicht Sinn ergibt, liebe Kinder. Wenn das mal nicht Sinn ergibt. Ich kann leider überhaupt nicht lesen, was da drauf steht. Ich würde interessieren, ob das jetzt der Friedhof für die Katzen ist. Weil da das Bild von der Katze da auf dem Grabstein steht. Vorm Grabstein. Und der Mensch ja offenkundig nicht da begraben ist. Er liegt ja davor. Also wurde da wohl die Katze hingelegt. Sehr interessant. Sehr interessant. Oh, hier wachsen noch mehr Blumis. Die nehme ich natürlich gerne mit. Einmal alles abreißen, den Scheiß. Verdammtes Unkraut. Wuchert hier auch wie blöde. So, jetzt gehen wir mal rein. Hallo? Nur ein paar Skelette. Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Hm. Schau dich um, dann siehst du, wozu das führt. Ja, aber wir lösen unsere Probleme auch fast nur mit Gewalt. Also ist da irgendwie schon was dran, oder nicht? Hm. Guck mal, der Prediger ist beim Predigen da schön. Ist das ein überfälliges Buch? Gib her. Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Oh, der Pastor hat einen Schwächeanfall. Der ist gerade, ja, an der Kanzel zusammengeknickt. Wir lassen ihn mal. Der muss sich erstmal ausschlafen. Ein Safe. Nice. Was hat denn bitte die Kirche hier Wertvolles im Safe verschanzt? Bestimmt wertvolle Kirchendinger. Oder, oh, eine Golduhr. Ja, gut. Nehmen wir natürlich gerne an uns. Und ein Schienbein auch, warum auch immer. Hm. Ja. Gib her. Ich frage mich ja immer, wenn ich hier irgendwelche Leichen und Skelette richtig schon finde. Wie schön. Wie lange nach dem Krieg oder vor dem Krieg die denn wohl gestorben sind. Ob die schon gleich beim Einschlag, als die Bomben fielen, dann gestorben sind. Oder ob die noch länger gelebt haben. Oder ob die erst seit 2 Jahren oder so tot sind. Ich weiß es ja nicht. So, du sollst da bitte runterfallen. Ich versuche dich hier gerade so runterzuschieben. Ohne selber runterzufallen. Das ist mein Ziel. Ja, ja, komm schon. Fall, fall. Yeah. Oh, jetzt bleibt er da noch hängen. Das ist Physik, liebe Kinder.
Bringt das was, wenn wir da drauf schießen? Ja! Aber schon sehr physikalisch korrekt, dass das Skelett natürlich in einem Stück bleibt und nicht in Einzelteile zerfällt. Enorm glaubwürdig. Oh, da liegt noch ein Sniper rum. Was macht der denn hier oben? Hat er noch ein Büchlein gelesen? Natürlich. So, nehmen wir die Teerbeere mit. Ja, okay. Okay, okay. Gut, dann können wir ja wieder runter. Saß da noch ein Sniper auf dem Dach, worauf der wohl geschossen hat? Doch wohl nicht etwa auf Enten? Wir wollen erstmal nicht hoffen. So, das war also die kaputte Kirche. Wie schön, dass wir hier waren. Ist hier draußen noch irgendwo... Nö. Nö, nö, hier draußen ist nicht mehr irgendwo. Gut. Dann haben wir uns sie zumindest mal angeguckt. Ah, guck mal, hier sind schon wieder Köderkräuters. Ich köder das Kraut. Ich köder das Kraut. Ich köder das Kraut. Köterkraut wäre auch nicht schlecht. Aus Hunden hergestellt. Okay, da finden wir gleich auch noch irgendwas. Ich weiß aber nicht genau was. Den Nebel finden wir natürlich wieder. Der Nebel ist immer überall. Und wir latschen natürlich ins tiefe Wasser und werden ultra verstrahlt. Kann immer so schlecht erkennen, was jetzt hier nur ein bisschen sumpfig ist und was richtig tiefes Wasser ist. Okay, hier vorne ist irgendwas. Irgendwas. Ich sehe ein Symbol. Was wie ein Pier oder so. Wir gucken mal. Okay. Da hinten, da läuft doch was rum. Siehste? Meyerlurk. Die Docks von Fringe Cove. Meyerlurk. Meyerlurk, ich sehe dich. Du bist so blutrünstig, Junge. Alter, ganz schön stabil. Die Luft ist rein, denke ich. Ja, das denke ich auch. Oh, der ist voll aufgeplatzt. Da kommt man viel besser an das weiche, leckere Fleisch ran. Ah, richtig. Und die Panzer müssen wir auch besorgen. Gut, haben wir schon mal zwei. Ich brauche mehr Meyerlurks. Ich muss mehr Panzer finden. Naja, einen brauche ich jetzt noch. Meyerlurks. Ist hier noch einer von euch? Sag doch mal. Ich brauche noch einen Panzer. Oh, was haben wir hier? Kommen wir hier durch? Nö, aber da. Das ist doch alles, was mein Herz begehrt. Noch ein Meyerlurk. Komm schon. Da muss ja noch einer rumlaufen. Kann nicht sein, dass hier nur zwei sind. Die treten doch zumeist im Rudel auf. Oh, ein Gartenzwerg. Wer garte den Zwerg? Der ist ja ziemlich cool. Guck mal, der hat da ein Stimpack. Und der hat eine Brille auf und raucht eine Zigarre. Und dann fällt alles hin. Zigarre nehme ich auch mit. Die gehört zum Gartenzwerg einfach dazu. Ohne die ist er nur ein halber Gartenzwerg. Da müssen wir die mitnehmen. Kommen wir hier vielleicht noch rein? Nee, der Container ist zu. Da mudern bestimmt noch ein paar alte Kartoffeln drin seit 200 Jahren. Wie bei Lord of War. Wo er die geschmuggelten Waffen in einem Container mit gammeligen Kartoffeln versteckt. Und der Inspekteur von Interpol macht den Container auf und ihm wird so schlecht von dem Gestank von gammeligen Kartoffeln, dass er halt nicht weiter sucht und die Waffen nicht findet. Sehr clever, sehr clever. So werde ich das auch mal machen, wenn ich irgendwann Waffen schmuggeln tue. Womit ich natürlich ganz subtil andeute, dass ich das noch nicht mache. Also, liebe Bundespolizei, ihr müsst nicht nach mir suchen. Noch schmuggle ich ja keine Waffen. Das kommt später irgendwann mal. Oh, da ist ja noch ein Gartenzwerg. Hier hat jemand mit den Zwergis gespielt, wa? Hat die hier so ein bisschen platziert, als würden die Dinge tun. Sehr clever. Sehr clever. Ja. Das würde man einem Dirigenten mit dem Orchester zu sehen. Guck mal, Meyerlurk. Es gibt einen neuen König im Revier. Ja, das bin ich. Hör auf, mich anzuschreien. Spinnst du?
Offenkundig spinnt er, ja. Macht Krötengeräusche. So, der unten hat doch sicher noch einen Panzer. Ich hoffe es für ihn. Sonst werde ich ungnädig. Yes! Dritter Panzer gefunden. Die muss ich natürlich der Seefahrerin bringen. Die wird sich da sehr drüber freuen. Ich wünschte ja, ich könnte der Seefahrerin noch bei ihrer Krankheit helfen. Die soll, ist ja irgendwie erkrankt und will jetzt vor ihrem Tod quasi noch... Schlüssel der Docks von Fringe Cove. Schön, dass ich die noch finde. Da ist noch einer. Wobei ich den gesehen, ja, die wollte die Docks reparieren. Also im Fahrhaber. Mit Meyerlurk-Panzern. Und ich wünschte, ich könnte ihr helfen, am Leben zu bleiben, einfach wenn sie krank ist. Da muss ich doch was machen lassen. Hm, so eine Kampfrüstung habe ich schon. Die ist halt nur nicht Blei verkleidet, sondern wahrscheinlich habe ich tiefere Taschen rangebaut. Das mache ich zumeist. Also brauche ich das Ding nicht.